Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte gerne unsere Weihnachtsfeiertage mit euch teilen und starte deswegen einen Vlog. Wir haben Samstag, einen Tag vor Weihnachten. Wir waren in Portugal, der Chico und ich, und wir sind letzten Montag aus Portugal wiedergekommen. Ich habe auch ein bisschen gefilmt, also so die Vorbereitung, die Anreise und da ein bisschen, aber hab's dann halt nicht geschnitten und ich wollte euch einmal fragen, ob ihr das noch sehen wollt. Wenn nicht, dann lösche ich das einfach, weil es halt irgendwie Vergangenheit ist. Zu lange her. Ja, ich habe gestern Abend die Kinder zum Dennis gebracht, dass ich hier ein bisschen Weihnachtsvorbereitungen treffen kann. Ich bin noch im Pyjama, weil ich ja, heute mal ausgeschlafen habe. Und jetzt wollte ich die Wohnung ein bisschen weihnachtsfertig machen, also einmal die Wohnung durchputzen, Geschenke einpacken und dann auch später wieder die Kinder für Weihnachten holen und euch dann mit durch die Feiertage nehmen. Ganz ist, so schlimm ist es nicht. Seitdem ich hier in der Wohnung wohne, ist alles auf jeden Fall irgendwie einfacher mit dem Aufräumen und Putzen. Ich muss jetzt einmal durchsaugen, die Wäsche machen, also die verräumen, die neue aufhängen, halt einmal überall durchsaugen, Toilette, Badezimmer putzen, ein paar Sachen aufräumen, und das war's eigentlich. So, ich habe jetzt die ganze Wohnung gesaugt, eine Wäsche abgehangen, eine aufgehangen, eine in die Waschmaschine getan und ich merke, dass ich Hunger habe und das wollte ich schon ganz lange machen. Ich koche mir jetzt ein richtig, hoffe ich, leckeres Linsendal. Also ich mache das erste Mal Linsendal und habe auch richtig Hunger. Das Rezept habe ich mir von ChatGPT geben lassen. Also man braucht halt Linsen, Zwiebeln, Knoblauch, gehackte Tomaten, Koriander und Kümmel und mal gucken, ob ich noch ein bisschen Kurkuma reinmache. Jetzt noch Geschenke einpacken. Tamia quengelt schon, dass sie nach Hause will. Jetzt gar keine Lust, das einzupacken, aber ich mache es jetzt. Das ist für Chico. Da ist eine Playmobil-Arche Noah drin. Dann gibt es hier diesen Hot Wheel Truck und ein Puzzle von Super Mario. Tamea bekommt ein Bastelbuch, ein Zeichenbuch, Bauchtaschen und in meinem großen Auto, das muss ich noch holen, bekommt sie noch so eine klappbare Matratze für ihr Zimmer. So, ich bin soweit fertig und wollte jetzt die Kinder abholen, aber meine Lenkradsperre ist drin. Und ich kriege die auch nicht raus. Das wäre natürlich blöd, weil das andere Auto, das ist gerade auch kaputt. Mal Dennis anrufen. Ist mit ein bisschen Fummeln geschafft. Ich hatte schon Schiss. Guten Morgen. Ja, Kinder waren um 6.30 Uhr wach. Und wir trinken jetzt direkt zum Frühstück Weihnachtspunsch. Ja, und fangen den Tag gemütlich an. Ich war um 3 Uhr wach, nicht um 6 Uhr. Das glaube ich nicht. Aber ich bin dann wieder eingeschlafen. Aber schon, ich war schon nach einer Stunde. So, wir sind jetzt beim Keksebacken angekommen. So viel Zucker. 400 Gramm. Guck mal, du kannst das ja von dem Messer abziehen, okay? Darf ich? Dann mach ruhig. Weihnachtsessen, Hühnchen, Rotkohl, Soße und Klöße. So, wir gehen jetzt ins Krippenspiel, wir drei, in die Kirche. Für Übernachtungen. So, wir
wir waren im Krippenspiel in der Kirche, das war so semi-gut. Haben jetzt hier relativ früh Bescherung gemacht und jetzt helfe ich dem Dennis noch einen Apfelcrumble für seine Family zu machen, wo er gleich mit den Kindern hinfährt. Die Kekse sind heute natürlich verbrannt. Da starten wir morgen nochmal einen neuen Versuch. So, Dennis und die Kinder sind jetzt unterwegs zur Dennis-Familie. Wir haben 18 Uhr, hier haben wir alles durch. Wir haben heute Mittag hier gegessen. Wir waren in der Kirche, wir haben Bescherung gemacht. Und ich muss sagen, ich war für meine Verhältnisse, da ich halt sehr ungerne koche, heute irgendwie zu viel in der Küche. Ich hatte Bock, ich wollte auch viel machen. Ich wollte mal richtig Essen kochen und so. Aber es war mir zu viel. Also ich habe zu viel Zeit in der Küche verbracht. Und ich kann auf jeden Fall Leute verstehen, die sagen, an Weihnachten machen wir irgendwie kein großartiges Essen. Letztendlich hätte ich auch lieber was Schnelleres gemacht und nicht so viel Aufwand und vielleicht auch das Keksebacken nicht, weil das war irgendwie alles die ganze Zeit nur Essen machen, Küche aufräumen, Essen machen, Küche aufräumen. Aber auch nicht schlimm, also war jetzt okay alles so. Genau, hier haben wir jetzt Chaos. Das räume ich jetzt auf. Und dann baue ich hier ein Schlaflager, dass wir später hier alle zusammen im Wohnzimmer schlafen. Yay, aufgeräumt. Hier kommt jetzt gleich noch eine Matratze hin. Und ich schlafe mit Chico auf dem Sofa und Tamea und Dennis hier auf der Matratze. So, ich mache jetzt noch meine Yoga-Challenge. Ich habe gerade eine Yoga-Challenge laufen. Ich mache jeden Tag Sonnengrüße und freue mich über jeden, der mitmacht. Also schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da könnt ihr bei sowas auch mitmachen. Da freue ich mich. Oder wenn ihr den Sonnengruß macht, filmt euch dabei oder verlinkt mich oder keine Ahnung, postet ein Bild von Yoga und irgendwie macht mit, Yoga, fit ins neue Jahr, yay. Allerdings will ich das jetzt mit dem Handy für Instagram filmen, dann kann ich aber nicht im Querformat gleichzeitig für YouTube filmen. Mal schauen, aber ich mache es jetzt mal im Hochformat für Instagram. So, das nenne ich mal ein Schlaflager. Da schlafe ich wahrscheinlich mit Chico, Dennis, Tamea hier oder nur Dennis und da Tamea auf ihrer neuen Matratze, die sie zu Weihnachten bekommen hat. Ja, bin mal gespannt. Guten Morgen. Wir haben hier voll schön in unserem Schlaflager geschlafen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Weihnachtsmorgen. Mit meinem Papa. Genau, aber der möchte nicht gefilmt werden. So, wir haben 13 Uhr, wir waren noch bis gerade im Pyjama, haben ein ausgiebiges Weihnachtsfrühstück gemacht und haben noch Scrooge den Film zu Ende geguckt. Hier ist unser Mega-Schlaflager. Ja, und den ganzen Morgen einfach schön mit den neuen Sachen gespielt. Und jetzt gehen wir noch zu Oma. Ja, die? Ja, ich glaube schon. Boah, was ein Wetter. Aber wir müssen nur 5 Minuten zu meiner Mama hier hochlaufen. Und dann sind wir da. Dafür nehme ich nicht das Auto. Na, auch mal schön einen Spaziergang an der frischen Luft. Ne? Wo man ganz krank wird. Meine Knie. Wongi und die Eiche nur schwimmt. Dann sagten die. Die freuten sich. Und dann war das Schiff auf einmal so groß, dass der feststeckte. Und die konnten nicht mehr weiter. Die Nacht. Sie schwammen und schwammen. Ganz viele wurden eine alte Oma oder ein alter Opa. Die Tiere wurden älter, sie wurden stärker. Und dann war der einfach nur auf einer Fläche. Mami? Und Mama, sollen wir ein bisschen mehr Wasser reinlassen? Wenn du das möchtest. Okay. Aber Vorsicht, sonst geht das da rein. Hallo ihr Lieben, der zweite gemütliche Morgen. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich habe gestern nicht bei meiner Mama gefilmt. Moment mal kurz.
So, gestern nicht bei meiner Mama gefilmt, weil ich mich irgendwie auf einmal so krank gefühlt habe. Das hatte ich auch die Tage schon davor, dass irgendwie alles so anstrengend war und ich hatte so ein bisschen hier Halsschmerzen. Oh, der Dennis hat nochmal bei uns geschlafen hier im Schlaflager und genau, jetzt nach dem Schlafen ging es ein bisschen besser. Dennis ist jetzt nochmal mit den Kindern zu seiner Familie gefahren, das heißt, ich habe jetzt hier noch ein paar Stündchen zu Hause und heute möchte ich einfach wirklich mal im Pyjama bleiben und habe mir jetzt eine Kurkuma, Hafer, Honig, Pfeffermilch gemacht und schaue jetzt einen Film zu Ende. Da freue ich mich jetzt total drauf, mich hier hinzumuckeln und den Film zu gucken. Ich interessiere mich in letzter Zeit für Manna-Movement oder generell seinen Körper zu bewegen oder ich möchte einfach ein bisschen mehr so zu meinem Körper connecten und ich habe jetzt ein sehr schönes Ecstatic Dance Manna-Movement Video gefunden. Die Kinder sind immer noch nicht da, es ist schon abends und dunkel und jetzt bin ich gerade dabei, mir ein Räucherstäbchen anzumachen und ein bisschen zu tanzen hier. Ich kann euch das Video gerne mal unter diesem Video verlinken, wenn ihr euch das auch mal angucken wollt. Ich habe es mir hier richtig schön gemütlich gemacht und meinen schönen Kerzen. Den gibt es übrigens auch im Lubiatara Shop. Das ist wirklich, wirklich schön und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Weihnachten wirklich immer wieder ein paar Stunden für mich hatte. Das ist wirklich ein sehr schönes Weihnachten gewesen. So, ihr Lieben, meine Kinderchen kommen gleich wieder und Weihnachten ist fast zu Ende, der zweite Feiertag. Und ja, ich fand, es war ein schönes Weihnachten. Es hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachten. Schreibt mir bitte noch mal in die Kommentare runter, ob ihr noch die Portugal-Videos sehen wollt. Und schreibt mir gerne mal, wie eure Weihnachten waren. Und ja, folgt mir auf Instagram. Dort seht ihr halt wirklich mehr und viel und täglich. Genau, wenn ihr drauf Bock habt. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns bald wieder. Mua, tschüss!